Tino Sorge für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Wir haben ja den ganzen Vormittag schon debattiert über Gesetze, die mit Fürsorge zu tun haben. Und was mir heute Morgen aufgefallen ist, ist leider auch von einigen Kollegen schon angesprochen worden, dass wir nie gesagt haben, was wir da gut gemacht haben. Beziehungsweise die Opposition hat immer nur gesagt, na ja, so ganz schlecht war es ja doch nicht, aber wir greifen uns jetzt nur die schlechten Sachen raus. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Wir hatten gestern die Anhörung zum Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz. Wir haben heute das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Wir werden jetzt gleich das Pflegestärkungsgesetz 3 verabschieden. Und insofern können wir doch auch mal sagen, dass wir gerade im Gesundheitsbereich in dieser Legislatur so viele Dinge auf den Weg gebracht haben, so viele Verbesserungen in dem Bereich auch geschaffen haben. Und da geht es nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen, wie hier einige immer meinen, oder sagen, wie toll wir sind, sondern einfach nur mal sagen, es gibt Verbesserungen und diese Verbesserungen, die wollen wir auch mal benennen. Und weil das hier gerade so als Zwischenruf kam von unserem Haushälter, die gucken sich die Sachen ja immer sehr genau an. Und dann wird ja immer gesagt in den Bereichen, na ja, in der Gesundheit gut, da werden Gesetze gemacht. Aber wenn wir uns überlegen, wir haben in dieser Legislatur bisher 16 Gesetze gemacht, also 16 Verbesserungen auch in dem Bereich, dann ist das ein Punkt, den man nicht einfach so vom Tisch wischen kann, wo man nicht immer nur sagen darf, das ist schlecht und da reden wir nicht drüber. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir es doch mal konkret. Es ist ja schon angesprochen worden, wir reden über Teilhabe, wir reden über Verbesserungen der Menschen, gerade im Bereich der Pflege. Und wenn ich hier auf die Tribünen schaue, sehen wir natürlich ein Abbild unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, die immer älter wird, die gesünder älter wird, aber dann im höheren Alter auch multimorbider. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite die jüngere Generation, die sehr, sehr junge Generation, die ich hier oben auch sehe. Und da ist es natürlich wichtig, auch gerade im Bereich der Pflege immer zu sagen, es betrifft nicht nur die Alten, es betrifft nicht nur betagte Menschen. Das kann jeden betreffen, das kann junge Menschen genauso wie alte Menschen betreffen. Und deshalb ist das ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag und das müssen wir auch klarer benennen. Warum klatscht da Ihre Fraktion nicht? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Frage, was wir in diesem Gesetz verbessert haben, ist ja schon viel gesagt worden. Als Schlussredner hat man natürlich immer das Privileg, auf einzelne Dinge noch mal eingehen zu können, die besonders wichtig sind. Und ich persönlich will das mal an dem Beispiel festmachen. Eine 80-jährige Frau, verwitwet vielleicht, 2 Kinder. Die Kinder, wie das heute üblich ist, nicht unbedingt immer noch vor Ort, können sich nicht um die Mutter kümmern, sind relativ selten vielleicht da, einmal im Quartal. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir dieser Frau, diesen Menschen auch konkrete Angebote geben. Das heißt, dass sie künftig, und das ist eine Verbesserung in diesem Gesetz, in ihrer Gemeinde, also vor Ort bei vertrauten Personen, ohne langen Anfahrtsweg, ohne Stress, die Beratung bekommen kann, sich informieren kann und dass wir es auch schaffen, eine bessere regionale verankerte Beratung über ihre individuellen Ansprüche und Hilfemöglichkeiten hinzubekommen. Und das ist eine ganz konkrete Ausformung auch des Schwerpunktes, den wir ja auch immer ansprechen. Wir reden von besserer Versorgung im ländlichen Raum. Wir reden von struktureller Verbesserung und struktureller Stärkung im ländlichen Raum. Und das ist ja genau einer dieser Punkte, dass wir sagen, wir stärken die Rolle der Kommunen bei der Pflege. Wir stärken die Kommunen gerade auch in ihren begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten. Und da schaffen wir nicht nur Möglichkeiten, dass sie flexibler agieren können, sondern wir nehmen auch eine Menge Geld in die Hand. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist ja kein Problem, der nur einzelne Regionen betrifft. Also ich selbst komme aus dem wunderschönen Bundesland Sachsen-Anhalt. Mein Wahlkreis beinhaltet neben der Landeshauptstadt auch viel ländlichen Raum. Und gerade im ländlichen Raum ist es eben so wichtig, dass auch die Länder, dass die Kommunen niedrigschwellige Angebote, wie das hier auch angesprochen worden ist, viel, viel stärker noch einrichten können. Und da geht es manchmal um relativ triviale Dinge. Da geht es um Einrichtungen mit Mobiliar, aber auch mit Personal. Ja, genau, mit Personal. Und da kann man natürlich sagen, wir wissen alle, wir brauchen mehr Personal, aber man kann natürlich auf der einen Seite sagen, wir brauchen mehr, mehr, mehr. Oder man kann auch mal sagen, da hat es Verbesserungen gegeben. Und das ist ein objektiver Fakt und den sollten Sie von der Opposition auch mal benennen. Und gerade vor dem Hintergrund demografischer Entwicklung und gleichzeitig knapper werdende Mittel sagen wir auch in diesem Gesetz, dass die Mittel besser ausgeschöpft werden können. Das heißt, wir sagen ganz konkret,
da, wo die Finanzmittel auch in den kommunalen Strukturen, die sind immer knapp in den kommunalen Strukturen, nicht reichen, besteht für diejenigen, die die Mittel nicht ausschöpfen, beziehungsweise für die anderen, die höheren Mittelbedarf haben, die Möglichkeit, dass man diese Mittel auch verschieben kann. Das heißt, Mittel verfallen nicht, Mittel können effizienter eingesetzt werden. Und da geht es um den tatsächlichen Mehrwert und, wenn man so will, auch um eine Solidarität zwischen den Ländern. Und vielleicht noch ein Wort, weil wir auch auf die Thematik Abrechnungsmissbrauch gekommen sind. Wir haben mit dem PSG 2 die Möglichkeiten verstärkt, dass gerade solche Auswüchse, die es ja gab, bei der Frage Abrechnungsmissbrauch besser als bisher ahnden können, auch besser überprüfen können. Aber ich möchte noch mal ganz klar hier sagen, dass wir nicht eine ganze Branche unter General, unter Pauschalverdacht stellen dürfen, weil die schwarzen Schafe, die es in diesem Bereich gibt, die können wir, das ist zumindest der Ansatz des Gesetzes, zukünftig besser herausfiltern. Und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass das Gros der Branche eine ordentliche Arbeit erbringt, sich aufopfert, eine gute Qualität anbietet. Und das ist auch ein Punkt, den ich heute ganz besonders nochmal ansprechen möchte. Und da wir uns in der Adventszeit befinden, möchte ich auch meine Rede etwas besinnlich schließen. Ich möchte, die Präsidentin sagt, so viel Zeit habe ich nicht mehr für ein Gedicht, sonst hätte ich es gern gemacht, Herr Kollege Wunderlich. Ich möchte nicht nur dem Ministerium und Karl-Josef Laumann, Ingrid Fischbach und Frau Krauser ist ja auch erwähnt worden, danken, sondern ich möchte auch denjenigen danken, die im Hintergrund ihre Arbeit erledigt haben. Also all denjenigen danken, denen heute noch nicht gedankt worden ist. Und Ihnen allen, uns allen eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und dass wir hoffentlich besonders, weil ich Frau Kollegin Rabert sehe, gesund ins neue Jahr kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sorge.